So, dann würde ich sagen, legen wir los. Noch einmal herzlich willkommen zu unserem ersten Service-Up-Webinar, ausgerichtet von der Firma NetGo. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Und bevor wir beginnen, möchte ich mich noch einmal vorstellen. Mein Name ist Florian Hoffknecht und ich bin seit 2 Jahren UC-Consultant. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit dem Bereich Skype for Business. Und seit einiger Zeit auch mit dem Service Hub. Und in diesem Webinar möchte ich Ihnen einen Einblick verschaffen, wozu das Service Hub verwendet werden kann. Das Microsoft Service Hub ist ein sehr mächtiges Werkzeug für die Zusammenarbeit. Egal ob standortübergreifend oder einfach nur gemeinsam in einem Service Hub. Mit dem Service Hub verstärken Sie das Teamgefühl und die Art, wie zusammengearbeitet wird. Zu Beginn zeige ich Ihnen ein kurzes Video, das Ihnen noch einmal näher bringt, womit Sie es beim Service Hub zu tun haben. Im Anschluss werde ich die technischen Spezifikationen und die Unterschiede der zwei verfügbaren Modelle zusammenfassen. Dann gehen wir auf ein Anwendungsbeispiel durch, anhand dessen ich Ihnen die einzelnen Funktionen des Service Hubs erläutere. Und zu guter Letzt gehen wir auf die Möglichkeit der Erweiterung im Bereich Video ein. Wir starten nun mit dem besagten Video und dabei wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß. Jedes Meeting sollte Sie näher an Ihr Ziel bringen, indem es Ihnen hilft, Impulse zu setzen, Ideen zu entwickeln und Aufgaben einfach zu erledigen. Doch die Technologie passt nicht immer zu unserer Vorstellung von moderner, kreativer Zusammenarbeit. Bis jetzt. Mit Microsoft Surface Hub schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Teams aus. Teilen Sie Ihre Ideen auf einer Leinwand, die so grenzenlos ist wie Ihre Fantasie. Machen Sie mit nur einer Berührung alle wichtigen Informationen für eine Entscheidung sichtbar. Und erwecken Sie mit einem Stift alle Ideen Ihres Teams zum Leben. Microsoft Surface Hub bringt all Ihre Tools und Ideen dort zusammen, wo Sie diese benötigen. Sie brauchen weitere Informationen zu entscheidenden Fragen? Holen Sie den Experten per Skype zur Besprechung dazu. Mit Surface Hub werden Meetings lebendiger und produktiver. Und wenn Sie den Raum verlassen, nehmen Sie Ihre Ideen einfach mit. Machen Sie jedes Meeting einzigartig. Arbeiten Sie mit Microsoft Surface Hub. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Teams aus. Ja, wunderbar. Nach diesem Überblick schauen wir uns zunächst die Details zum Surface Hub an. Grundsätzlich ist das Surface Hub in zwei verschiedenen Modellen zu erwerben, in den Größen 84 Zoll und 55 Zoll. Technisch unterscheiden sich die Geräte in der maximalen Auflösung, die sich bei dem größeren Modell bei nahezu 4K befindet und bei dem 55 Zoll Modell Full HD ist. Leistungstechnisch ist in dem 84 Zoll Modell ein Intel Core i7 verbaut und in dem kleineren Modell ein Intel Core i5. Interessanter wird es dann wiederum bei den verbauten Grafikeinheiten, wo das Surface Hub in 55 Zoll auf einen Intel Grafikchip setzt, ist in dem größeren der beiden eine Nvidia-Karte verbaut, was aber bei der deutlich höheren Auflösung auch sehr sinnvoll ist und definitiv nötig. Nun, jetzt wo wir wissen, was das Surface Hub eigentlich ist und womit wir es zu tun haben, möchte ich Ihnen als nächstes die Software des Surface Hubs noch ein bisschen genauer erläutern. Dazu werfen wir als erstes einen Blick auf die Basis. Schauen wir uns also zunächst einmal das Betriebssystem des Surface Hubs an. Das Surface Hub verwendet kein Windows 10, sondern ein für das Surface Hub optimiertes Betriebssystem auf der Basis von Windows 10. Microsoft nennt es Windows 10 Team. Windows 10 Team ist für das Arbeiten in einer Gruppe optimiert und bietet zahlreiche Funktionen, die die Zusammenarbeit erleichtern. Außerdem ist das ganze Betriebssystem auf eine Touch-Eingabe ausgelegt. Neben dem bringt das Surface Hub natürlich noch weitere vorinstallierte Software mit,
Zu den Grundfunktionen des Hubs gehören die drei bekanntesten Office-Applikationen, Word, Excel und PowerPoint, jeweils mit touch-optimierter Oberfläche. Das Surface Hub enthält ebenfalls das Whiteboard, auf dem wir alle Inhalte bündeln können. Dann haben wir Skype for Business, um Ihnen einfach die bestmögliche standortübergreifende Besprechungsatmosphäre zu schaffen. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Bildschirminhalte wireless mit dem Hub zu teilen. Das ist natürlich noch nicht alles, was das Surface Hub zu bieten hat. In der bekannten Store-App, die Sie wahrscheinlich schon von Windows 10 kennen, gibt es die Möglichkeit, weitere Apps auf dem Gerät zu installieren. Kommen wir nun zu unserem Anwendungsbeispiel, das ich angesprochen hatte, an dem ich Ihnen die Funktion des Surface Hubs noch einmal genauer erläutern möchte. Gehen wir davon aus, dass wir Teil eines Teams sind, das für einen Automobilhersteller ein neues Fahrzeugdesign entwickeln soll. Wir treffen uns in einem vorab gebuchten Besprechungsraum für das erste Brainstorming. Dort befindet sich praktischerweise ein Surface Hub. Warum brauchen wir ein oder warum ein vorab gebuchter Besprechungsraum? Das Surface Hub ist in der Regel mit einer Exchange-Raumressource verbunden, sodass wir bei der Terminerstellung bereits das Surface Hub mit buchen können. Warum das jetzt wichtig wird, erzähle ich Ihnen sofort. Was passiert als nächstes? Beim Betreten des Raumes registriert uns das Surface Hub über die Bewegungssensoren und wacht sofort auf. Ab dem Zeitpunkt ist das Hub direkt startklar und es kann damit gearbeitet werden. Auf dem dann zu sehenden Willkommensbildschirm wird unsere vorgemerkte Besprechung angezeigt und wir können mit einer Berührung unser Brainstorming direkt beginnen. Es öffnet sich auch direkt das Whiteboard, wo wir zunächst Ideen sammeln. Diese lassen sich auf drei verschiedene Arten auf dem Whiteboard festhalten. Per mitgelieferter Tastatur, mittels Touch, also mit unseren Fingern, und ebenfalls mit den mitgelieferten Stiften. Diese Stifte können Sie zeitgleich und unabhängig voneinander verwenden. Die gesammelten Ideen müssen wir jetzt noch auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Dazu hat einer unserer Kollegen aus der Runde die passenden Dokumente in seinem persönlichen OneDrive abgelegt. Diese können wir, egal ob es eine Word, PowerPoint, Excel oder eine PDF ist, über das Surface Hub öffnen. Was dann passiert? Durch das Öffnen eines Dokumentes teilt sich der Bildschirm automatisch auf, sodass wir auf der einen Seite unser gewünschtes Dokument sehen und auf der anderen Seite das Whiteboard, um dann unsere Vergleiche zu ziehen, beispielsweise. Wichtige Inhalte aus diesem Dokument können wir dann einfach über ein Werkzeug, das sich in nahezu jeder App des Surface Hubs befindet, übertragen und dort dann weiterverarbeiten auf dem Whiteboard. Haben wir dann unsere Ziele des Meetings erreicht, kann der Inhalt des Whiteboards gespeichert werden und geteilt werden. Zur Speicherung steht uns natürlich OneDrive zur Verfügung. Von hier aus können wir die Inhalte dann mit unseren Kollegen weiter teilen. Oder es ist bereits ein Ordner, den wir mit unserem Team geteilt haben. Zudem ist das Versenden des Whiteboards per E-Mail möglich. Wählt man diese Möglichkeit aus, so befinden sich bereits alle zum Meeting eingeladenen Personen im Empfängerfeld. In beiden Fällen wird sowohl eine Bild- und als auch eine OneNote-Datei erzeugt. Wenn Sie das per E-Mail versenden, befindet sich im Anhang dann direkt diese beiden Dateien. Im OneDrive werden beide Dateien eben abgelegt. Am Ende einer Besprechung müssen wir über den Button Sitzung beenden, die Besprechung schließen. Hierbei ist es jedoch entscheidend zu wissen, dass bei diesem Prozess sämtliche Inhalte, die während einer Sitzung erstellt oder erzeugt wurden, gelöscht werden. Daher ist es umso wichtiger, immer sicherzustellen, dass die Ergebnisse im OneDrive liegen oder halt per Mail versendet wurden. Nun möchte ich Ihnen noch ein weiteres Video zeigen, in dem noch einmal die Informationen zum Whiteboard zusammengefasst wurden. Viel Spaß.
In Besprechungen arbeiten wir häufig digital, das heißt im Browser. Wie kriegen wir diese Inhalte auf Whiteboard und Flipchart integriert? Mit Surface Hub kein Problem. Ich starte zum Beispiel den Web-Notizmodus im Edge, highlighte die Dinge, die mir wichtig sind, wähle aus, das, was mir wichtig zu sein erscheint, zu kopieren und mit einem einfachen Klick in mein Whiteboard zu integrieren, wo ich es dann weiter verarbeiten und mit allen Besprechungsteilnehmern im Anschluss teilen kann. Das ist Surface Hub und das ist Whiteboard. Genau. Und nun wollen wir in unserem Projekt ein Stück weitergehen. Die ersten Meetings sind nun gelaufen und wir haben viele neue Informationen sammeln können. Gehen wir mal davon aus, dass sich unser Team, was ursprünglich beispielsweise aus 5 Mitgliedern am selben Standort, nun auf 15 Mitglieder an unterschiedlichen Standort vergrößert hat. Dies ist in der Regel nicht untypisch und in einer solchen Konstellation ist das Surface Hub ebenfalls eine große Erleichterung und bietet einige Vorteile. Denn für Reisen steht oft nur relativ wenig Zeit zur Verfügung und das Privatleben wird ebenfalls stark eingeschränkt. Nicht gerade selten kann es auch vorkommen, dass ein Unternehmen international aufgestellt ist und längere Reisen eben mit einem sehr erheblichen Kostenaufwand verbunden sind. Wäre es also nicht erstrebenswerter, zu besprechende Themen oder Änderungen, die man an Dokumenten vorzunehmen hat, jeweils von seinem Standort vorzunehmen, aber trotzdem mit dem anderen verbunden zu sein? Und genau an der Stelle setzen wir auf Skype for Business. Und dazu möchte ich an dieser Stelle noch einmal allgemeiner auf das Thema Skype for Business eingehen. Skype for Business ist ein Dienst, den wir über Office 365 beziehen können oder in unserer eigenen Infrastruktur aufbauen können. Über Skype for Business können wir die Präsenz anderer Mitarbeiter einsehen und unsere eigene Präsenz verwalten. Wir können chatten, können telefonieren, Videotelefonie nutzen und all dies auch in Form von Konferenzen mit mehreren Personen. Genau darauf baut das Surface Hub auf. Es nutzt die Möglichkeiten von Skype for Business, um während eines Meetings Skype-Konferenzen zu führen, Bildschirminhalte zu teilen und per Video noch etwas näher zusammenzurücken. Im folgenden Video möchte ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie der Skype for Business Client bzw. wie Skype for Business im Surface Hub integriert ist. Surface Hub verfügt über 2 Kameras mit dem großen Vorteil, dass wenn ich auf der einen Seite des Bildschirms Inhalte präsentiere, ich von der Seite auch erfasst werde, sodass das Auditorium grundsätzlich meine Frontansicht, mein Gesicht sieht. Drehe ich mich um und präsentiere Inhalte auf der anderen Seite des Bildschirms, schaltet auch da die Kamera wieder um. Das Ganze gilt nicht nur für den Presenter, sondern für das gesamte Auditorium. Kommt ein Wortbeitrag, wird erfasst, wer spricht gerade. Es wird automatisch die perfekte Kameraperspektive dafür ausgewählt. Genauso richten sich die Richtmikrofone des Gerätes genau auf den Sprecher aus, sodass jeder Wortbeitrag innerhalb der Besprechung sauber wiedergegeben werden kann. Und zusätzlich sind Lautsprecher verbaut in dem Surface Hub, die jeden Sound brillant wiedergeben. Gut. Gut. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Wir sind nun in der Lage, eine Videokonferenz zwischen 2 Surface Hubs zu starten. Wir können zudem unsere Bildschirminhalte während einer Skype-Konferenz freigeben und so für den Gegenüber sichtbar machen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Inhalte wir präsentieren. Benötigen wir beispielsweise spontan Unterstützung von jemandem, der eventuell gar nicht in unserem Team oder in dem aktuellen Meeting ist, können wir diese Person kurzerhand auch unserer Skype-Konferenz hinzuziehen. Der Skype for Business Client auf dem Surface Hub zeigt uns über die Präsenzanzeige seine Verfügbarkeit an, an der wir dann natürlich ausmachen können, ob wir die Person jetzt hinzuziehen können oder eben, weil diese Person beschäftigt oder auf Nichtstören steht, eben gerade keinen Zugriff auf die Person haben. Ein weiteres Feature, das zwischen 2 Surface Hubs funktioniert, ist, dass das Whiteboard geteilt werden kann und gleichzeitig darin gearbeitet werden kann. So können wir unabhängig davon, an welchem Standort wir uns befinden,
Notizen auf dem Whiteboard machen. Sprich, die Person an Standort A macht Notizen an dem Whiteboard, genauso wie wie an Standort B eine Person am identischen Whiteboard Notizen erstellt oder Anmerkungen an Bildschirmausschnitten macht. Was wir auch nicht vernachlässigen dürfen, ist, dass es immer wieder vorkommen wird, dass die Bildschirminhalte des eigenen Laptops oder Tablets geteilt werden müssen. Hierfür gibt es auf dem Surface Hub die Connect-App. Mit dieser kann man sich per Miracast wireless mit dem Hub verbinden und während einer Skype-Besprechung können solche Inhalte auch dem Gegenüber präsentiert werden. Innerhalb der Connect-App bzw. mit dem neuesten Update von Windows 10 ist es nun auch möglich, die Steuerung seines Laptops an das Surface Hub zu geben. Dafür habe ich ebenfalls ein Video vorbereitet, in dem Sie einen kurzen Einblick davon bekommen, wie das aussehen kann. Natürlich kann ich Surface Hub mit externen Geräten koppeln, entweder per Kabel oder wie in diesem Falle ohne Kabel per Miracast. Ich kann jetzt Surface Hub dazu nutzen, durch Slides zu blättern, das Ganze vorne am Gerät selbst zu präsentieren. Was ich aber auch tun kann, ich bin da nicht auf PowerPoint beschränkt, ist zum Beispiel Webbrowsen und den Rechner komplett fern zu steuern über den Surface Hub. Je nachdem, was mir gerade sinnvoll erscheint, entweder direkt die Tastatur an meinem Client zu nutzen und die Eingaben über den Surface Hub zu erledigen. Komplette Fernsteuerung, Besprechungsraum im 21. Jahrhundert. Genau, so kann es gehen. Zusammengefasst, wir können Skype for Business Konferenzen, Videokonferenzen mit dem Surface Hub abhalten. Wir können unsere Bildschirminhalte teilen. Wir können spontan anhand der Präsenz weitere Arbeitskollegen hinzufügen. Wir können unser Whiteboard teilen, sogar an verteilten Standorten gleichzeitig darin arbeiten. Und wir können Inhalte unserer eigenen Geräte innerhalb einer Skype for Business Konferenz teilen. Gut, kommen wir nun zu der vorerst letzten Folie. Damit möchte ich Ihnen nochmal in Aussicht stellen, dass es nicht zwingend notwendig ist, während einer Videokonferenz die eingebauten Kameras des Surface Hubs zu nutzen. Es wird immer Anwendungsgebiete geben, in denen sich andere Kameras eventuell besser anbieten oder mehr Flexibilität bieten. Das kann ich mir persönlich vorstellen in sehr langen Räumen, die dann 5, 6, 7 Meter lang sind, wo die Richtmikrofone vielleicht nicht mehr ganz genau die Person einfangen können, wie gewünscht. Daher habe ich ein Beispiel vorbereitet, in dem wir eine Polycom CX5100 an das Surface Hub angeschlossen haben und dadurch innerhalb einer Skype for Business Konferenz eine 360-Grad-Kamera nutzen konnten. Über den Surface Hub Skype for Business Client können wir während eines Meetings dann auch noch jederzeit die Kamera wechseln. Das heißt, wir können zwischen der Kamera, die wir extern angeschlossen haben, und den eingebauten Kameras hin und her wechseln, um uns dann den Gegebenheiten noch ein Stück weit besser anpassen zu können. Was, denke ich, ein sehr großer Vorteil ist. Gut, und damit wäre ich jetzt erstmal am Ende angekommen der Vorstellung. Vorweg möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken und für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen Zeit für Fragen eingeplant. Des Weiteren möchte ich Ihnen natürlich anbieten, dass, wenn ich jetzt Ihr Interesse wecken konnte am Surface Hub und Sie eine Live-Demo sehen wollen, dass wir natürlich uns zusammensetzen können und das durchführen können. Ich würde jetzt sowohl den Chat freischalten als auch die Stummschaltung aufheben, sodass Sie mir sowohl im Chat als auch per Mikrofon Fragen stellen dürfen. So, also, wenn Sie Fragen haben, immer gerne.
Sehr gerne. Es scheint keine Fragen zu geben. Ah, doch, es tippt jemand. Ja, sehr gerne. Ebenso wünsche ich Ihnen auch. Dann wünsche ich Ihnen noch allen einen schönen Tag und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bisschen später.